Moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Denitz, ich bin vom Gamepad Empire und heiße euch herzlich willkommen zurück zum Gamepad Empire Großprojekt Pokémon, die morgenrote Edition. Jetzt stehe ich natürlich ein bisschen blöde da, nachdem ich vor der Top 4 die genaue Reihenfolge genannt habe, die dann nach der Folge einfach nicht mehr eingehalten wurde. Aber wir stehen jetzt vor dem Champion, also genau genommen stehen wir eigentlich noch vor dem letzten Gegner der Top 4 und rennen jetzt in die Bude des Top 4 Champions und werden versuchen, ihn zur Strecke zu bringen. Vorher schauen wir uns mal an, was wir so dabei und verloren haben. Bob ist hinüber, Sunny ist hinüber, der Levi Brillator ist hinüber. Dave, Amiotta und Yin sind noch relativ fit. Ich schaue aber gleich auch nochmal nach den Äthern, also nach den Angriffspunkten. Und werde außerdem gucken, dass wir erstmal unsere besiegten Pokémon wieder heilen. Wieder zurückholen. Kumomilch. Zack. So, so was Billiges wie einen normalen Trank oder sowas haben wir vermutlich nicht dabei, ne? Dass wir das einfach noch nachlegen können. Ne, nun gut, macht auch nichts. Wir haben nicht... Oh, wir haben noch Top-Eder. Ah ja, stimmt, ich kann ja Top-Eder kaufen, natürlich. So, einmal Kumomilch benutze ich noch für den Dave. Ach komm, und jetzt können wir es auch eigentlich verschwenden für das Honey noch. So, und jetzt wollen wir mal erstmal nach Äther gucken. So, Durchbruch. Knirscher hat er gar nicht mehr. Komm, wir füllen ihn am besten einmal komplett auf. Wer weiß, was wir davon noch gebrauchen werden. Sunny. Drachenpuls ist fast leer, Hitzewelle ist... Oh, okay, die hat echt... Sunny hat echt gar nichts mehr. Da werden wir gleich mit Top-Äther rangehen. So, Akrobatik fehlt einer. Komm, nehmen wir mit. Was soll's? Ich meine... Was können wir da schon noch verlieren? Wir haben ja eigentlich genug von allen. Feuersturm-AP. So, und jetzt haben wir noch Top-Äther. Da machen wir jetzt erstmal Sunny mit fertig. Drachenpuls voll. Hitzewelle voll. Drachenklaue voll und Feuersturm auch noch. So, Dave. Erdbeben. Ich weiß nicht, ob wir Erdbeben gebrauchen. Ich benutze es einfach trotzdem. Psychokinese, hier ist eigentlich soweit alles voll. Spukball finde ich eher nicht so interessant. Eisstrahl vielleicht. Und Surfer sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ist einfach eine starke Wasserattacke. Ja. Die Reihenfolge. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was für Pokémon er uns entgegenpfeffert. Da er keinen speziellen Typ haben wird, werde ich einfach so reinrennen. Und hoffen, dass sie schon gut liegen. Okay. Knapp 4 Minuten Vorgeplänkel, aber jetzt geht's los. Champion, wir kommen. Hier ist ganz schön kalt. You're on fire. Dessen Opfer der Unterdrückung zu sein, hat ihn geschadet. Team Moxan. Ich werde Bruno vermissen, aber nur auf seine gute Art und Weise. Selbst er war einmal ein guter Mensch. Hat mir immer bei meinen Hausaufgaben geholfen und zwar und war stets für mich da. Ein Cousin, ein Bruder. Aber es war sein Weg, den er wählte. Der Weg der Intrigen und Geheimnisse. Geheimnisse, die er nur wusste. Du bist stark geblieben und hast deine überlegene Stärke gezeigt. Alle Arenen mit kleinen und großen Herausforderungen gemeistert. Die erste Arena, Aura City.
Lotti ist schon eine wunderschöne und kreative junge Dame. Genauso wie die nette Arenaleiterin Anna aus Famosa Town in Lanto City. Nach deinem schweren Aufstieg auf dem Inferno-Berg hast du dich auch deiner dritten Herausforderung gestellt. Ron und seine Stahl-Pokémon. Nicht zu vergessen Felix, der Arenaleiter aus Deportia City. Und natürlich deine fünfte Arena-Herausforderung, die Parkau-Arena. Ich denke, dass Jeremy dir schon einige Probleme gemacht hat. Nach dem langen Aufstieg des Plateaugebirges wurde es ganz schön kühl, nicht wahr? Dort in Avia City warteten schon Arenaleiterin Lissy auf dich. Später dann die Herausforderung der Volantin-Arena. Zu guter Letzt die Divisoe-Arena. Eine Arenaleiterin, die ihr volles Leben in das Trainieren der Pokémon gesteckt hat. Nun die Top 4 und jetzt ich. Zeig mir alles. Zeig mir alles, was du auf deiner Reise gelernt hast. Ja, werden wir tun, Paul. Jetzt gibt's auf die Mütze. Champ der Inguri-Region Paul fordert dich zu einem Kampf heraus. Champ der Inguri-Region Paul setzt Arcani ein. Da sind wir mit dem Lefibrillator nicht ganz so gut bestückt. Bodenwasser wäre jetzt voll cool. Haben wir nicht. Ist schlecht. Level 78. Lohnt es sich zu tauschen? Nicht, dass ich jetzt jemanden reinschmeiße und er geht halt instant down. Das wäre natürlich total dumm. Pokémon. Ich versuch's mal mit Dave. Hoffe, dass er eine Feuerattacke einsetzt und Dave die wegsteckt, weil Dave hat Erdbeben. Und mit Erdbeben haben wir eine Chance gegen Arcani. Außerdem ist Dave auch Level 71. Das war Knirscher, oder? Ja, ist nicht sehr effektiv. Außerdem werde ich noch vom Hagel getroffen. Eigentlich müsste Arcani auch genau vom Hagel getroffen werden. Das wäre sonst ziemlich unfair. So. Erdbebenkeule. Turbo-Tempo trifft uns. Und wir starten die Erdbebentherapie. Sehr effektiv. Arcani wird vom Hagel getroffen. Wir werden vom Hagel getroffen. Und mit einem weiteren Erdbeben sollte die Sache gelöst sein. Turbo-Tempo trifft uns nochmal. Ich hoffe, das zieht jetzt beim zweiten Schlag nicht mehr ab. Nee, kein Crit, kein gar nichts. Und Arcani geht down. Die Unknown Happiness Changing Method wird uns wahrscheinlich auch noch für immer begleiten. Arcani wurde besiegt. Lefibrillator erhält Erfahrungspunkte. Dave erhält Erfahrungspunkte. Und ich werde noch vom Hagel hinterher getroffen. So, und jetzt schickt er einen Zedraking in den Kampf. Da haben wir gut gewechselt, denn mit Zedraking können wir auf zweierlei Basis, glaube ich, fertig werden. Zedraking ist, glaube ich, soweit ich weiß, von Typ Wasser und Drache. Das heißt, theoretisch können wir ihn auch mit Bobs Eisstrahl zum Beispiel angreifen. Oder mit dem ganzen Drachengedöns von Sunny. Allerdings ist Sunny ebenfalls schwach gegen Drachenattacken. Kommt natürlich auch darauf an, ob jetzt Zedraking einen Drachenattacke hat. Und ob ich recht liege, dass er vom Typ Drache ist. Aber das werden wir schon noch herausfinden. So. Damage by Recoil. Ja, das vergesse ich immer gerne. So, nochmal den Stromstoß hinterher. Yikes, das hat nicht geholfen. Und damit ist Zedraking noch am Leben. Versuchen wir es mit Bobs Eisstrahl. Was anderes bleibt mir gerade, glaube ich, nicht übrig. So. Na denn. Zedrakingsattacke geht daneben. Bob benutzt Eisstrahl. Ist aber nicht sehr effektiv. Also ist Zedraking nicht von Typ Drache. Ich dachte, es wäre von Typ Drache. Ärgerlich.
Aber ich denke, es reicht trotzdem aus, weil wir haben einfach gute Chancen gegen Zedra King. Wasserattacken machen uns kaum Schaden. Läuft. Erfahrungspunkte. Hageltreffer. Skelabra. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich setze einfach mal Sunny ein und hoffe, dass das was hilft. So. Ah, Feuergeist. Jetzt wäre trotzdem... Wobei Bob ist... Auch von die Pflanze. Versuchen wir es mit Drachenklauen. Wir stehen gut da. So, Drachenklaue hinterher. Sunny ist verwirrt. Ich hoffe, das wird sich nicht weiter auf unsere Attacken jetzt auswirken. Bitte, bitte, bitte nicht selbst verletzen. Jawohl. So. Sunny wurde getroffen. Die Beldra, das ist von Typ Drache Käfer. Also lasse ich Sunny drin. Ich glaube, da ist Sunny die beste Wahl. So, versuchen wir es mit Drachenklaue, weil eigentlich müsste der Drache sehr stark gegen Drache sein. Außerdem sind wir jetzt auch nicht mehr verwirrt. Umso besser. Jawohl, sehr effektiv. Perfekt. Oh, aber da kommt auch die Drachenklaue gegen uns. Das ist auch sehr effektiv gegen uns. Uiuiuiuiuiui. Bitte, Hagel. Nein. Oh. Okay. Aber außerdem von Typ Feuer. Von Typ Käfer. Das heißt, Feuer ist sehr effektiv. Also. Flammenwurf. Sollte hoffentlich reichen. Jawohl. Wenn wir jetzt nicht von dem Hagel noch umgenietet werden, bleibt Dave sogar noch im Sitz. Jawohl. Evoltec. Elevoltec heißt es. Elevoltec? Ja, wir möchten wechseln. Aber ich weiß nicht so ganz, mit wem. Yin ist, glaube ich, da die sinnvoll. Nein. Ich behalte Dave drin. Denn Dave hat ja Erdbeben. Und ich glaube, Boden ist sehr effektiv gegen Elektro. Ah, sieht gut aus, aber das wird uns nicht helfen, weil wir mit dem Donner sowieso, aber auch mit dem nächsten Hagel schon hingewesen wären. So. Okay, Elevoltec. Elektro ist auch kampfstark gegen. Was hat denn Amniota überhaupt für Attacken zurzeit? Fliegen wir Unlicht, ne. Ich glaube, ich setze Yin ein. Und werde Yin mal benutzen, um Pokémon zu heilen. In die Medizintasche. Bam, bam, bam. Top Genesung, Beleber. Top Beleber gab es nicht. Doch, wir haben Top Beleber, 3 Stück sogar. Dave. Donnerblitz kommt. Das kannst du doch hoffentlich aushalten, oder? Ja. Schön.
Top-Beleber. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind, holen wir noch das Levibrillat zurück. Da kommt der Donner. So, Hagel gegen Elebolteck. Es könnte sein, dass wir jetzt mit dem Erdbeben quasi schon durchkommen. Das wäre natürlich schön. Dass das wenn das Erdbeben schon ausreichen würde, wäre das grandios. So, Erdbeben trifft. Erdbeben killt. Jawohl. Okay. Damit steigt Dave auf Level 72. Und wird noch vom Hagel getroffen. Ich glaube, das verkraften wir. So, jetzt kommt ein Taubos. Taubos, oh perfekt. Ich habe Levibrillator erst wieder belebt. Da. Das sollte mit einem ordentlichen... wie heißt das Ding? Stromstoß? Schon echt machbar sein. Oh, Level 85. Leute. Stromstoß. Was? 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 Ach du je. Ein Megataubos. Geil. Nicht sehr effektiv. Das ist super. Jetzt kommt der Stromstoß. Oh, der zieht was ab. Aber zieht uns natürlich auch selber ein bisschen was ab. Der Recoil. Hagel hinterher noch. Ich gehe einfach auf Nummer sicher und hau einfach noch einen Stromstoß raus. Dann sind wir auf jeden Fall sicher. Oh, es sei denn... Na, wobei, ja, ist nicht sehr effektiv. Das reicht dann eben nicht. Ansonsten hätte ich ein bisschen Angst gehabt. Aber hier kommt der Stromstoß. Und Taubos ist besiegt. So, Harel. Und wir gewinnen den Kampf. Du hast gelernt, ein Pokémon-Meister zu sein. Das haben wir. Es ist ein Moment eingetreten. Der Moment, wenn du gegen eine Person verlierst. Aber nicht gegen irgendeine Person, sondern gegen einen guten Freund. Komm mit, Champ Dusk. Ich werde dich in der Ruhmeshalle eintragen lassen. Folge mir. Dies ist die Ruhmeshalle. Ein wahrhaftig heiliger Ort. Schon viele Champs waren hier und haben sich in die Inguru List of Champion eingetragen. Ich habe Pia besiegt und du mich. Folge mir. Bitte lege nun deinen Trainerpass in die Scanmaschine. Name Dusk. Herkunft New Antigua. Herzlichen Glückwunsch, Dusk. Sie sind der neue Champ der Inguru-Region. Widescreen. Levibrillator, ein Zapplerang. Wir haben es geschafft. Wir haben den Champ der Inguru-Liga besiegt. Ja, Halleluja. Alle Top 4 Gegner besiegt. Wir haben den Champ jetzt besiegt und lassen uns jetzt noch zuletzt in die Ruhmeshalle eintragen. Ach je, willkommen in der Ruhmeshalle. Ja, vielen Dank. Da sind wir. League Champion, congratulations. Thank you very much. Passiert jetzt noch was? Heute ist der Tag gekommen, an dem wir den neuen Champ der Inguru-Region krönen werden. Er hat sich als wahrhaftig bewiesen und hat alles gegeben. Jeden Orden holte er sich. Jeder Trainer, der ihm in den Weg kam, wurde zu Brei geschlagen,
Bis hin. Ja, auch in die. Bis hin er es auch in die Inguru-Liga geschafft hat. Außerdem hat er Inguru von seinem Untergang geschützt. Anmutig stellte er sich den Top 4 und den Champ. Möchtet ihr nicht gerne vortreten? Du bist so mutig. War das jetzt ein Heiratsantrag oder was? Allein, was du für die Bevölkerung von Gyo gemacht hast, ist unbezahlbar. Mögest du den Titel des Champs würdig sein. So, Dusk. Du willst doch bestimmt sofort deine Eltern besuchen gehen, oder? Dann geh, sie warten schon gespannt auf dich. Auf geht's. Mami, Papi, überkommen. Vielleicht auch nur Mutti, man weiß es ja nicht. Ja. Das ist der Abspann. Das ist der Abspann. Pokémon Morgen Edition. Ich sehe drei Sterne am Himmel der Freude, der Nacht und des Lebens. Unova Credits befinden sich im Hauptordner. Pokémon Essentials was created by Flame Guru, Pockel, Peter O, Maruno, with contribution from und einigen Leuten. Ja, gut, wir haben es jetzt geschafft, wir haben die Top 4 hinter uns, wir haben den Champion besiegt, wir wurden zum Champion der Inguru-Region gekrönt und haben somit quasi, ja, kann man sagen, das Hauptgame Morgenrot durchgespielt. Man kann das bestimmt fast sagen, oder? Und wir befinden uns jetzt wieder zu Hause in unserer Wohnung oben in unserem Zimmer, denn es geht noch weiter. Wir gehen jetzt hoffentlich in der nächsten Folge, das wird dann der Chunk übernehmen, wenn alles richtig verläuft, in die untere Etage und dann geht die Story ein bisschen weiter. Und das werden wir natürlich auch noch in Angriff nehmen und werden gucken, was das Aftergame, das berühmte und berüchtigte Aftergame, so noch zu bieten hat. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Nächste Folge mit dem Chunk. Wir sehen uns. Bis denn. Und tschüss.